Es geht nach Prag zur Aleco Experience BBS. Auf den ersten Blick wirkt die Mailbox wie viele anderen auch. Doch eine Sache, welche die Aleco so speziell macht, ist bereits über den Bildschirm gescrollt. Das System wirkt extrem aufgeräumt und man hat immer seine persönliche Statistik im Menü. Die Dateiauswahl umfasst über 9 GB. Hier lohnt sich ein Blick, um ältere Software zu finden, da die Mailbox bereits viele Monde gesehen hat. Die Door Game Area ist schön aufgeräumt. Leider startet nicht jede Door, die auch im Menü ist. Allerdings fand sich mal wieder ein Spiel, das in eher weniger Mailboxen zu finden ist. Das Spiel Bordello richtet sich eindeutig an den erwachsenen Spieler. Aber bevor wir hier zu tief drinstecken, sollten wir uns ansehen, was am meisten heraussteht bei der Aleco Experience BBS. Im Hauptmenü gibt es 2 Offline-Reader. Beide scheinen eine Door zu sein, da vorher immer ein Fossil geladen wird. Diese Offline-Reader erlauben es, das Nachrichtenarchiv der Box zu downloaden. Es gelang, Nachrichten aus dem deutschsprachigen Teil des FidoNets aus dem Jahr 2007 zu lesen. Die Tatsache, dass die Aleco auch Nachrichten sammelt und nicht wie die meisten Mailboxen nach einer bestimmten Zeit oder Anzahl löscht, macht die Mailbox aus Prag zu einer kleinen Zeitkapsel in Textform. Wer seine 15 Jahre alten Nachrichten nochmal lesen mag, sollte einen digitalen Ausflug nach Prag in die Aleco Experience BBS machen.